dann? Hallo, wir gehen jetzt alle zusammen zur Kita. Die Kinder haben jetzt 3 Tage Eingewöhnung gemacht. Und ich habe hier drin auch noch eine Kamera. Mathilde hat unsere alte Fotoapparatkamera geschenkt bekommen. Jetzt geht's los, sonst kommen wir zu spät zur Eingewöhnung. So, jetzt gehen wir zur Kita. Der Weg ist jetzt total kurz, das ist super. Deshalb haben wir auch die Kita gewechselt, damit das alles ein bisschen einfacher wird. Magnus ist faul, deshalb steht er noch auf dem Brett. Bei Mathilde hatten wir aber auch eins, als Magnus noch ein Baby war. Und jetzt darf er eine Runde. Macht ja auch Spaß. Martha ist eingeschlafen, das ist auch super auf dem Weg zur Kita. Jetzt sind wir fast da. Genau. Da, wo das rote Haus ist. Da haben wir grün. Jetzt müssen wir entweder warten oder jetzt warten. Dein Knoten oder machen wir uns nicht auf den. Wir sind ja echt erst seit 3 Tagen hier. Wir sind echt bemüht alle und super engagiert und sympathisch. Schlafen wir hier heute auch? Nee, heute schlafen wir nicht. So, ich habe jetzt Mathilda und Magnus Tschüss gesagt und noch ein Küsschen gegeben. Die stehen jetzt auf der Winketreppe. Da können die gut aus dem Fenster gucken zur Straße. Und wir gehen jetzt rum zu dem grünen Auto, das hat sich Magnus ausgesucht, und winken ganz kräftig an dem grünen Auto, damit die Kinder gucken können. Müssen wir uns beeilen, sonst warten die so lange. Schal. Ich freue mich riesig, dass die Kinder jetzt nach einer Ewigkeit, also Weihnachten und Silvesterlager dazwischen, endlich in der Kita sind und ich meine Ruhe habe in der Zeit. Und ab zum grünen Auto. Ja, super. Das hat echt gut geklappt mit der Kita. Ich habe vorher gedacht, oh Mann, Mathilde und Magnus waren echt total auch gut eingewöhnt in der alten Kita. Hatten total tolle Erzieher, total tolle Kinder, total tolle Räume. Wir wollten eigentlich nicht so gerne wechseln, aber weil der Weg so weit ist, also wir waren da jeden Tag mehrere Stunden unterwegs und standen so oft im Stau, haben wir uns entschieden, die Kita zu wechseln und haben ewig gesucht natürlich. Und haben wir Glück gehabt, dass wir diese Kita jetzt bekommen haben, weil eigentlich haben wir uns gesagt, wir bekommen nicht mal für Martha im Sommer 2017 einen Platz. Das haben sie schon im September 2016 gesagt. Und dann hat es zufällig jetzt im Januar doch geklappt. Ich bin echt happy. Und die ersten Tage waren total perfekt. Wirklich ganz, ganz tolles Gefühl. Die Leute sind lieb. Mathilde und Magnus gehen gerne hin. Bestimmt kommt auch nochmal ein Rückschlag, da bin ich von überzeugt, aber das kriegen wir schon hin. Bestimmt. Mathilde und Magnus sind jetzt zurück aus der Kita, sind jetzt zur Eingewöhnung. Heute waren sie von 10 bis 13.30 Uhr. Das war, glaube ich, ganz schön. Und jetzt machen wir hier Quatsch. Ich wieder hin, das hat er gefallen. Och, süß! Ich hab mich festgehalten!
war es fertig. Das Rennauto war toll. Alle waren sehr stolz. Und dann gingen sie alle nach Hause. Das hier? Nein, ich hatte die Hose. Ich habe auch schon ein mit der Feuerwehr. Ja, das, okay. Ich habe einen Freund, der ist Feuerwehrmann. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Kann ich jetzt allein nach Hause? Oh, da dürfen wir nicht arbeiten. Okay, dann gehe ich in meine Ruhe. Hey, der Spielplatz ist trocken. Wollen wir da doch hin?